Die bosnischen Pyramiden sind die größte Entdeckung in der Archäologie und eine der größten in der Wissenschaft. Auf der ganzen Welt stehen die Pyramiden seit langem an Orten entlang des Verlaufs der Menschheitsgeschichte als glänzende Schätze des spirituellen, intellektuellen und kooperativen Erfolgs. Von Südamerika bis China, von Indien bis zum Nahen Osten bleiben die Pyramiden so inspirierend wie rätselhaft. Viele tausend Jahre nach ihrer Erschaffung. Dies ist ein Interview mit dem bosnisch-amerikanischen Pyramidenforscher und Autor Dr. Sam Semir Osmanagić über die bosnischen Pyramiden. In den letzten 25 Jahren habe ich Pyramiden auf der ganzen Welt untersucht und ich weiß, dass sie nicht nur mit Ägypten und Mexiko verbunden sind. Sie wurden überall während der Antike gebaut. Dr. Osmanagić, der bosnische Indiana Jones genannt wird, hat sein Leben der Erforschung der antiken Zivilisationen gewidmet. Er hat 10 Bücher über die vor langer Zeit weiterentwickelten Gesellschaften geschrieben, wie die Maya-Zivilisation, welche in Amerika erblühte. Diese Texte wurden in den Vereinigten Staaten, Türkei, Kroatien, Estland, Bosnien, Herzegowina veröffentlicht. 2007 erzählte und produzierte er für einen bosnischen staatlichen Fernsehkanal den 12-teiligen Dokumentarfilm Die Suche nach verlorenen Zivilisationen, die auf seinem Buch Zivilisation vor der offiziellen Geschichte beruht. Dr. Osmanagić entdeckte die bosnischen Pyramiden durch Zufall bei einem Besuch in seiner Heimat. Im April 2005 kam ich zum ersten Mal in die Stadt Visoko, obwohl ich etwa 25 Jahre in der Stadt Sarajevo lebte, die nur 20 Meilen von Visoko entfernt ist. Aber ich hatte nie einen Grund, dorthin zu gehen. Und dann ging ich dorthin, um etwas anderes anzusehen. Ein örtliches Museum. Aber als ich diese schöne Struktur sah, mit gleichmäßiger Geometrie und perfekter Ausrichtung, wusste ich, es war ein von Menschen geschaffenes Bauwerk. Ich kletterte zur Spitze, dann sah ich eine weitere Anlage über dem Tal. Auch von Wald bedeckt. Und ich wusste, das sind von Menschenhand geschaffene Pyramiden. Und irgendwie schoss mir ein Bild durch den Kopf. Ich konnte sehen, dass das ganze Tal gepflastert war. Jeder, der hierher kam, musste zwischen diesen beiden Pyramiden hindurchlaufen. Diese Pyramiden wurden von Erdreich und Vegetation überdeckt. Wir müssen begreifen, dass die meisten Pyramiden der Welt, wie 250 von ihnen in China, gänzlich von Erdreich bedeckt sind. Wir haben hunderte von Pyramiden in El Salvador, Guatemala, Mexiko und Honduras. Sie liegen alle im Urwald, ebenso überdeckt, genauso wie in Bosnien. Es gibt insgesamt 5 Pyramiden in Visoko und Dr. Osmanagić erklärt nun weiter diese Anlagen. Zwischen den bosnischen Pyramiden der Sonne und des Mondes gibt es eine eindeutige astronomische Verbindung. Nämlich der Schatten der Sonnenpyramide bewegt sich in das Tal und bevor die Sonne untergeht, bedeckt dieser Schatten die Mondpyramide. Auf symbolische Weise sagt es, die Rolle des Tages und der Sonne ist vorbei und die Rolle der Nacht und des Mondes beginnt. Ich habe hunderte von Pyramiden mit dem gleichen Namen in Zentral- und Südamerika gesehen. Aber eine solch klare astronomische Verbindung gibt es nur in Bosnien. Die dritte Anlage wird Drachenpyramide genannt. Nicht weil wir Drachen in Bosnien haben, sondern weil der Drache in China, in Mexiko und in Peru ein Symbol für Kraft und Wissen ist. Mein Respekt gehört den kenntnisreichen Bauherren. Die vierte Anlage wird Tempel der Mutter Erde genannt. In dieser Gesellschaft haben wir vergessen, diesem Planeten, der uns Leben gibt, unseren Respekt zu zollen. Die antiken Menschen wussten, wie man diesen Planeten respektiert und sie nannten ihn Mutter Erde. Die fünfte Pyramide nenne ich die Pyramide der Liebe. Wir wissen, dass Worte sehr kraftvoll sind und das kraftvollste Wort von allen ist das Wort Liebe.
Ich wünsche, dass dieses Wort das Tal mit Liebe färbt. Über die Jahre sind einige Experten zu dem Schluss gekommen, dass die Berge in Wysoko keine natürlichen Formationen sind. 2007 sagte Dr. Ali Abdullah Barakat, ein ägyptischer Geologe, die Gesteinsplatten in den Hügeln sind handgemacht. Chris Dunn, ein Pyramidenforscher und Autor von The Giza Power Plant und Lost Technologies of Ancient Egypt, glaubt auch, dass Menschen die bosnischen Pyramiden bauten. Um etwas als Pyramide zu bezeichnen, bedarf es 5 Eigenschaften. Nummer 1 ist die Geometrie. Es muss die Geometrie einer Pyramide sein. Das bedeutet, es sind 4 dreieckige Seiten nötig. Man muss die Ecken und ein Rechteck oder Quadrat als Grund sehen. Im Falle der bosnischen Pyramiden haben sie alle die perfekte Geometrie. Die zweite Eigenschaft ist die Ausrichtung. Aus irgendeinem Grund sind alle chinesischen Pyramiden nach Ost, West, Nord-Süd ausgerichtet. Auf die meisten ägyptischen Pyramiden trifft ebenfalls die Himmelsrichtung Ost-West-Nord-Süd zu. Die meisten der peruanischen Pyramiden tun es. Und das gleiche gilt für die bosnischen. Also ist aus diesem Grund die Ausrichtung ein sehr wichtiger Faktor. Die dritte Eigenschaft ist Bedarf Konstruktionsmaterial. In Ägypten benutzen sie Kalkstein und Granit. In Guatemala nutzten sie Vulkangestein. In Peru nutzten sie Backsteine aus Lehm. Alles örtliches Material. In Bosnien nutzten sie Trümmergestein, um die festen Blöcke zu machen, und Sandstein. Die vierte Eigenschaft, es gibt immer Gänge und Kammern in den Pyramiden. Und das haben wir mit dem Satellitenradar und dem Georadar auf dem Grund gefunden. Und die fünfte Eigenschaft, es gibt unterirdische Tunnel, die alle Pyramiden miteinander verbinden. Alle 5 Eigenschaften sind im Falle der bosnischen Pyramide gegeben und somit erfüllen sie die wissenschaftlichen Kriterien. Dr. Osmanagic hat eine gemeinnützige Forschungsorganisation ins Leben gerufen. Der Archäologische Park Bosnische Pyramiden der Sun Foundation, deren Auftrag es ist, archäologische Ausgrabungen der Pyramidenstätten in Wysoko Valley zu fördern. Die Ausgrabungsarbeiten begannen im April 2007. Und dann begann ich dieses Wissenschaftsprojekt. Ich kam mit so vielen wundervollen Menschen aus aller Welt zusammen. So vielen Wissenschaftlern, Forschern, Freiwillige und Touristen, die uns moralisch unterstützten. So wurden sie ein besonderer Ort auf diesem Planeten. Zwischen 2005 und März 2011 haben etwa 500.000 Menschen, einschließlich vieler Pyramidenexperten, der Präsident von Bosnien und Herzegowina, Seine Majestät Dr. Haris Saljecik und seine königliche Hoheit Prinz Turki Al-Fazail von Saudi-Arabien die bosnischen Pyramiden besucht. Im August 2008 fand die erste internationale Wissenschaftskonferenz über das bosnische Tal der Pyramiden in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, statt. Über 50 Archäologen, Ägyptologen, Geologen, Architekten, Chemiker und Experten in anderen Bereichen kamen aus aller Welt, um in dieser Veranstaltung teilzunehmen. Die große Pyramide von Ägypten oder Khufus oder Cheops-Pyramide ist 147,5 Meter hoch. Die bosnische Pyramide der Sonne ist mindestens 220 Meter, was ein Drittel höher ist und einem dreifachen Volumen entspricht. Wenn man nun etwas so Großes hat, ändert sich unsere Sicht auf die Geschichte. Die zweitgrößte, die bosnische Pyramide des Mondes, ist mit einer Höhe von 190 Meter ebenfalls größer als die größte Pyramide Ägyptens. Jetzt haben wir durch das Institut für Bodenkunde in Bosnien die Erde analysiert, die Pyramide bedeckt, und die Ergebnisse zeigen, dass die Erde mehr als 12.000 Jahre alt ist. Mit anderen Worten, die Pyramiden sind sogar noch älter.
Bezogen auf die breite Masse der Wissenschaftler sind ägyptische Pyramiden nur 4600 Jahre alt und die chinesischen, peruanischen und mexikanischen Pyramiden sind 2200 Jahre alt. Wenn nun die bosnischen Pyramiden mehr als 12.000 Jahre alt sind, bedeutet das, dass sie nicht nur die größten, sondern auch die ältesten sind. Die Entdeckung der bosnischen Pyramiden führen uns tausende und abertausende Jahre vor den Zeitpunkt zurück, den wir heute als Beginn der Zivilisation betrachten. Das uralte Sumer, Babylon, Akkad, Assyrer, altes Ägypten, altes Indien und so weiter sind etwa 8000 Jahre alt. Die bosnischen Pyramiden sind alle mehr als 12.000 Jahre alt. Das heißt, wir müssen das Datum des Beginns der Hochkultur verschieben. Somit geht es nicht nur darum, unsere Geschichtsbüchern ein paar Kapitel mehr hinzuzufügen. Nein, wir müssen sie vollkommen umschreiben. Was die Kohlenstoffdatierung anbelangt, haben wir eine Menge Analysen mit führenden Instituten gemacht, darunter die Universität von Uppsala in Schweden, die Kieler Universität in Deutschland und die Schlesische Technische Universität in Polen. Und wir erhalten viele Ergebnisse. 32.000 Jahre beträgt das Alter von einem Stück Holz, das wir in den unterirdischen Tunneln entdeckten. Und wahrscheinlich ist dies die Zeit, als die Anhäufung dieses sogenannten Sedimentgesteins begann. Warum ist das so bedeutend? Weil unter den Konglomeraten vor 32.000 Jahren einige keramische Blöcke zu finden sind, die bis zu 8 Tonnen wiegen. Sie sind von Menschenhand gemacht. Jemand besaß deshalb die Technik, vor mehr als 30.000 Jahren diese keramischen Blöcke zu machen. Das Alter der Pyramiden wird genau bestimmt sein, wenn wir die inneren Kammern der Pyramide betreten. Das wir noch nicht getan haben, und dann werden wir organisches Material finden, das von den ursprünglichen Baumeistern stammt. Ein Stück Holz oder Knochen oder Holzkohle. Durch Satellitenbilder und Luftaufnahmen vom Visoko-Tal hat Dr. Osmanagic ein Muster hinsichtlich des Standorts der bosnischen Pyramiden entdeckt und sagt, dieses Design findet man an Pyramidenstätten auch woanders in der Welt. Die drei hauptsächlichen Pyramiden in Bosnien, Sonne, Mond und Drachen, bilden ein gleichseitiges Dreieck, wenn man ihre Spitzen verbindet, und der Abstand zwischen den Spitzen beträgt etwa 2,4 Kilometer. Offensichtlich hatte jemand geplant, wie man sie baut und anlegt. Natürlich wissen wir, es gab in den vergangenen Jahrzehnten Wissenschaftler, unabhängige Forscher, die sehr interessante Sachen gefunden haben. Zum Beispiel bilden die drei Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau Cheops, Chefrin und Mykerinos ein Dreieck. Und drei Pyramiden auf dem Plateau Teotihuacan in Mexiko, die Pyramiden Sonne, Mond und Quetzalcoatl, haben den gleichen Entwurf, der genau der Stellung der drei Sterne im Gürtel des Orion entspricht. Im Fall der vielen Pyramiden in China wissen wir nicht, wer sie gebaut hat. Insbesondere die höchsten im Fall der bosnischen Pyramiden wissen wir nicht, wer sie erbaut hat. Wir erfahren nur etwas über den technischen Prozess, der sehr fortgeschritten war. Wir können die feine Geometrie der Pyramiden sehen. Wir können das astronomische Wissen sehen. Wir können mathematisches Wissen erkennen. Ich glaube, sie waren sehr fortgeschrittene, intelligente Wesen. Wahrscheinlich Menschen. Die Unterschiede zu uns liegen in ein paar technischen Ebenen. Manchmal in Aspekten unserer mentalen Fähigkeiten. Es scheint, dass die damaligen Leute mehr auf sich selbst und ihre mentalen Fähigkeiten bauten. Und heute bauen wir auf Technologien, Kameras, Computer, Kräne und Autos. Und die Leute der Vergangenheit hatten andere Wege, wie sie bauten, etwas errichteten und wie sie Dinge beförderten. Und wir lernen gerade darüber, und dass sie solche genialen Bauwerke wie Pyramiden gestalteten. Die Bohrung, die auf der Fläche einer der Pyramiden gemacht wurde, lässt annehmen, dass die Spitze aus einer Schicht Sandstein und Brekzieblöcken besteht.
Die Pyramide der Sonne sieht aus wie eine ägyptische Pyramide und die Spitze der Pyramide ist mit Betonblöcken bedeckt. Im Falle der Mondpyramide hat man Terrassen, die aus Sandstein bestehen, schön geformte Blöcke und dann Schichten aus Lehm und Sandsteinplatten. Lehmschichten den ganzen Weg bis zur Spitze. Wir müssen also das Geheimnis ihres Designs und der verschiedenen Materialien lüften. Unser Beton ist minderwertiger. Er hält 50, 200, 500 Jahre und das war's. Der Beton der bosnischen Pyramide der Sonne besteht seit mindestens 12.000 Jahren. Er kann noch weitere 100.000 Jahre halten, denn seine Eigenschaften sind viel besser als unser Beton. Der bosnische Pyramidenkomplex besitzt ein Netzwerk von unterirdischen Tunneln. Die Rafne-Tunnel, die zur gegenüberliegenden Sonnenpyramide führen. Die Erbauer dieses Systems gruben sich durch Konglomeratgestein, das auf über 30.000 Jahre geschätzt wird. Die Erforschung dieser unterirdischen Struktur mit Kammern begann 2005. Interessanterweise zeigen sich, dass ab einem bestimmten Punkt nach der Konstruktion Teile der Tunnel absichtlich zugemauert wurden, um den Eintritt zu verhindern. Als wir die unterirdischen Tunnel betraten, waren alle Tunnel irgendwie mit Material gefüllt und mit Trockenwänden versiegelt. Um die Pyramide zu erreichen, mussten wir mindestens eine Straße, die zu den Pyramiden führte, räumen. Wir beseitigten die Trockenwand, wir beseitigten das Material und wir bewegten uns durch die Tunnel. Ich denke, es gibt zwei Rätsel. Erstens, wer baute die Tunnel? Und zweitens, wer füllte sie auf und verschloss sie? Radierungen wurden auf Megalith oder von Menschen gemachten Steinblöcken im Inneren der Tunnel gefunden. Die Bedeutung dieser Radierung sind jedoch noch immer unklar. Im Falle der unterirdischen Tunnel finden wir diese Keramikblöcke. An manchen von ihnen sieht man eingemeißelte Symbole. Ich würde nicht sagen, dass das eine Schrift war. Sie sind nicht wie ein Alphabet. Es gibt viele Pfeile und man kann einige Symbole sehen, die wie Leute aussehen, die miteinander kommunizieren und sagen, wo es lang geht. Denn wenn man unterirdisches Labyrinth hat, braucht man schließlich Wegweiser. Aber wenn man Symbole hat, bedeutet das, dass man eine Art Literatur hat. Also sind die Leute belesen und vielleicht sind diese Symbole die ältesten Beweise für Bildung in Europa. Kurioserweise wurden Pflanzen, die nicht aus diesem Gebiet kommen, in der Erde, die eine dieser Pyramiden bedeckt, gefunden. Dr. Osmanagic erklärt nun dieses Phänomen näher. Wenn wir an das Klima denken, wissen wir, dass Bosnien ein Kontinentalklima mit vier Jahreszeiten hat. Einige hundert Meilen südlich ist die mediterrane Region, ein viel wärmeres Klima. Aber nur bei der bosnischen Pyramide der Sonne kann man Pflanzen sehen, die zum wärmeren Mittelmeerklima gehören. Auf den umgebenden natürlichen Bergen kann man das nicht finden. Warum? Die bosnische Pyramide der Sonne hat so viele innere Durchgänge, Tunnel und Kammern. Während des Frühlings und des Sommers ist die Temperatur der Oberfläche höher als auf den natürlichen Bergen. Und das hilft mediterranen Pflanzen, dort zu wachsen. Wissenschaftler aus vielen Nationen, unter anderem Russland, Kroatien und dem Vereinigten Königreich, haben Tests gemacht und folgerten, dass ein Energiestrahl bzw. eine Ultraschallwellenfrequenz aus der bosnischen Pyramide der Sonne emittiert. Der Strahl hat einen abgeschätzten Radius von 4,5 Meter. Im Falle der bosnischen Pyramiden haben wir die wegweisenden Schritte bei der Bestimmung des wirklichen Zwecks der Pyramiden getan. Wir haben festgestellt, dass der Energiestrahl aus der Spitze der bosnischen Pyramide der Sonne kommt. Dieser Energiestrahl hat eine Frequenz von 28 kHz. Das ist die Frequenz der Ultraschallwelle, die man nicht hören oder sehen kann. Sie ist kontinuierlich und verläuft genau nach oben. Wohin, wissen wir nicht. Aber wir konnten es mit unseren Instrumenten messen. Also, dieses Phänomen ist hier. In der heutigen Gesellschaft benutzen wir Ultraschall für medizinische Zwecke. Aber man muss immer eine künstliche Quelle haben. Es kann ein mechanisches Gerät sein oder ein elektromagnetisches Gerät sein. Es ist immer eine künstliche Quelle. Es scheint so, als ob die Pyramiden in Bosnien eine Art von Energiemaschinen sind. Wenn das stimmt, dann bedeutet es,
dass die Menschen in ferner Vergangenheit diese Maschinen hatten. Es funktioniert sogar noch heute. Nach tausenden von Jahren. Das ist eine Maschine, die nie aufhört. In der Vergangenheit war dies wie Science Fiction. Aber wir haben es hier in Bosnien. Eine weitere Messung, die wir machten, betraf die Intensität des Energiestrahls. Wir hatten ein Team von Physikern aus Zagreb hier. Sie kamen mit ihren Instrumenten und maßen die Intensität der Grundfläche der Pyramide. Anschließend haben sie 3 Meter höher gemessen. Es war stärker. Sie haben weitere 3 Meter höher gemessen. 6 Meter vom Boden der Pyramide aus. Und es war sogar noch stärker. Wenn man sich aus dem Zentrum der Pyramide bewegt, steigt die Energieintensität. Die Energie wird stärker und stärker. Es widerspricht all unseren physikalischen Gesetzen. Es widerspricht unserer Technologie, die auf der sogenannten Hertzschen Methode beruht. Die besagt, je näher zur Quelle, desto stärker die Energie. In unserem Fall haben wir etwas Gegensätzliches. Man geht weg von der Quelle und die Energie wird stärker. Das bedeutet, wenn man den Energiestrahl schießt, wird er stärker, während er durch das Universum reist. Das bedeutet, dass man damit jeden Punkt im Universum erreichen kann. Man kann sich mit jedem Planeten oder Solarsystem verbinden. Also öffnen wir eine komplett neue Tür in dieser Untersuchung. Im Januar 2011 hat die SB-Forschungsgruppe, welche die Architektur, Geometrie und Form der Strukturen im bosnischen Tal der Pyramiden studiert und die Entwicklung von Wissen aus dem Gesichtspunkt der anthropologischen und historischen Entdeckungen in diesem Zusammenhang untersucht und die hauptsächlich aus 2 italienischen Instituten besteht, der Universität von Triest und der Fachhochschule Mailand, ein Experiment durchgeführt, bei dem ein Gerät benutzt wird, das hörbare Klänge umwandelt. Die Ultraschallschwingungen, die an der Oberseite der Pyramide der Sonne wahrgenommen werden, beschreibt die Gruppe als einen pfeifenden Klang. Wenn wir eine so starke Energiequelle und einen so kraftvollen, konzentrierten Energiestrahl haben, dessen Stärke und Intensität steigt, je weiter er von diesem Planeten entfernt ist, wäre es möglich, jeden Punkt im Universum zu treffen. Könnte man so eine Brücke zwischen 2 kosmischen Körpern herstellen? Dann kann man alles transportieren, was man will. Nach allem sind wir nur Frequenzen. Unser Körper ist nur eine Frequenz. Unsere Gedanken sind nur eine Frequenz. Der Stein nur eine andere Frequenz. Die Schwingung kann durchgehen über die Energiebrücke. Es gibt verschiedene Transportarten. Zum Beispiel, wenn ein Opernsänger ein hohes C singt und man anhat ein Glas vor ihm, wird das Glas brechen. Das heißt, dass der Klang in diesem besonderen Fall sehr zerstörende Eigenschaften hat. Aber stellen Sie sich vor, Sie können diese Frequenz ein wenig ändern. Wie bei Ihrem Radio. Wahrscheinlich wird die Kraft nicht so zerstörerisch sein, sondern wird das Glas bewegen, es heben, um es zu transportieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menschen in der Vergangenheit das Wissen hatten, diese verschiedenen Frequenzen für verschiedene Aufgaben zu benutzen. Wenn es bewiesen werden kann, dass man alles transportieren kann, überall, dann haben sie die größte Entdeckung gemacht. Sie gehen also weit über unsere planetarischen Grenzen hinaus. Dieser Energiestrahl bedeutet, Sie haben eine freie Energiequelle mit einer riesigen Intensität. Was haben wir denn heute? Wir müssen sehr teure Triebwerke bauen, haben Atomkraftwerke mit so vielen Problemen. Wenn wir Energie transportieren, verlieren wir 70% davon. Wenn wir sie verkaufen, ist sie so teuer. Aber das ganze System basiert auf solch einer teuren Energie.
ganz abgesehen von Gas, Öl und so weiter. Hier haben wir die Möglichkeit, freie Energie für immer zu haben. Es bedeutet, dass wir endlich eine Gesellschaft mit Gleichberechtigung haben können. Menschen werden mehr glückliche Zeiten haben. Vor 120 Jahren machte ein brillanter Wissenschaftler namens Nikola Tesla aus Kroatien ein Experiment in seinem Labor, der sogenannten Tesla-Spule, eine Art elektrischer Transformator. Er bewegte die Energie auf eine drahtlose Weise. Vor 120 Jahren. Und zu der Zeit gab es eine Stadt namens Colorado Springs mit 20.000 Häusern. Er brachte Licht in 20.000 Häuser auf eine drahtlose Weise aus seinem Labor. Er benutzte die Ionosphäre als Energiequelle. Also hat er die Energie dort angezapft. Und den Planeten, die Erde, benutzt er als Kondensator. Er hat alles benutzt, was frei erhältlich war, und er hat es ermöglicht, den Menschen für eine Nacht freie Energie zu liefern. Anscheinend waren manche Unternehmen nicht an der freien Energie interessiert, sondern nur an der Energie, die sie verkauften. So wurden all seine Patente und all seine Arbeiten vergessen und zur Seite geschoben. Nun haben wir den zweiten Fall, die bosnischen Pyramiden, die uns daran erinnern, dass es freie Energiequellen gibt. Dr. Osmanagic glaubt, dass im Inneren der Hrafnetunnel eine Reihe von unterirdischen Gängen und Kammern in der Nähe der bosnischen Sonnenpyramide helfen, den Körper zu heilen. Unter den 5 Pyramiden in Bosnien haben wir ein Netzwerk von Tunneln und Kammern und Seen entdeckt. Wenn Sie dort eintreten, fühlen Sie sich so friedlich. Es ist ruhig. Die Luftzirkulation ist perfekt. Menschen, die das bauten, hatten so fortgeschrittene Ingenieurkenntnisse. Sie fühlen sich so viel besser, wenn sie im Inneren sind. Menschen mit Asthma-Problemen können endlich normal atmen, wenn sie dort hineingehen. Menschen mit anderen Problemen fühlen sich viel besser, wenn man dort ist. Deshalb wollten wir dieses Phänomen herausfinden und wir hatten Instrumente, die die negative Strahlung messen konnten. Genau jetzt können wir in diesem Raum auf einer Ebene des Unterbewusstseins mehrere Typen von negativer Strahlung fühlen. Die erste ist die kosmische Radioaktivität. Wir sehen das nicht, aber sie trifft die Oberfläche des Planeten ständig und sie ist negativ, schädigt unseren Körper. Dann haben Sie die Negativität aus dem Inneren des Planeten. Wir haben Wasser, welches unterirdisch fließt. Wo immer Sie unterirdische Flüsse haben, haben Sie negative Energie, die herauskommt und Ihren Körper angreift. Dann gibt es ein Phänomen, das Hartmann-Gitter genannt wird. Wir sind so viel negativer Strahlung umgeben. Wir haben mehrere Instrumente, um sie zu messen. Sobald wir in die Tunnel eintraten, war für all diese Strahlung das Ergebnis null. Mit anderen Worten, keine kosmische Strahlung, kein unterirdisches Wasser, keine negativen Energien, kein Hartmann-Gitter, keine negative Strahlung. Dr. Osmanagic hat selbst eine Verbesserung seiner eigenen Gesundheit erlebt, indem er Zeit in den Hrafnetunneln verbrachte. Unsere Zellen müssen diese negative Strahlung nicht bekämpfen und sie können ihre Arbeit wie ursprünglich zugeteilt erledigen. Das heißt, sie sollten eigentlich die Energien in unserem Körper ausgleichen, um alle Organe unseres Körpers auszugleichen und zu harmonisieren und um Gifte zu bekämpfen. Im Sommer 2011 werden wir den Gesundheitszustand von 100 Freiwilligen messen, bevor sie die Tunnel betreten und danach. Ich war der Erste, der getestet wurde, davor und danach. Davor haben sie 65 Punkte in meinem Körper gemessen. Alle Körperorgane, den Blutdruck, das Blut, alles. Eine Sache, die sie herausfanden, war, dass bei paarweise angelegten Organen, zum Beispiel die Lunge, normalerweise eine Seite besser arbeitet, die andere ist ein wenig langsamer. Im Fall meiner Lunge arbeitet meine linke Seite besser. Warum?
weil wenn wir atmen, nicht richtig atmen. Wir sollten viel tiefer atmen, als wir es tun. Die linke Seite ist also besser als die rechte Seite. Ich ging in die Tunnel und ich kam nach einigen Stunden zurück. Was war passiert? Die Zellen hatten nicht mit Strahlung zu kämpfen. Daher kommunizierten sie mit dem Körper. Sie brachten die Energie von dieser Seite zur rechten Seite, somit arbeiteten sie sehr fleißig. Jetzt machten sie gute Arbeit. Freiwillige Helfer der bosnischen Pyramide der Sonnenstiftung räumen Material aus dem Inneren des Rafne-Tunnels und entdeckten neue Durchgänge. Dr. Osmanagic äußert nun seine Gedanken darüber, warum diese Tunnel zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit absichtlich geschlossen wurden. Die zweite Zivilisation, die aus irgendeinem Grund hierher kam, entschied sich dafür, was auch immer hinter diesen Tunneln ist, zu verstecken. Denn sie müssen irgendwo hinführen. Und es scheint so, als seien diese Tunnel systematisch von Knochen, Artefakten und Werkzeugen gesäubert. Denn es sind fast keine zu finden. Somit ist das bis jetzt ein großes Rätsel. Warum sollte jemand hunderttausende Tonnen von Material verwenden, um alles aufzufüllen? Warum Millionen kleiner Gesteinsblöcke vom Flussufer bringen, um diese Trockenwände zu bauen? Es gibt ein Rätsel nach dem anderen in Bosnien. Wir missbrauchen unseren Planeten, indem wir seine wertvollen Geschenke wie frisches Wasser rapide dezimieren. Dr. Osmanagic rät, unseren Weg dadurch zu ändern, dass wir davon lernen, wie vergangene Zivilisationen lebten und auch durch die Wiederentdeckung der Natur unser inneres Selbst und unsere Göttlichkeit wiederfinden. Heute bauen wir auf Technologien, Kameras, Computer, Kräne und Autos. Die Leute der Vergangenheit hatten andere Wege zu bauen, zu errichten und Dinge zu befördern. Sie schufen solche genialen Bauwerke wie die Pyramiden. So leben wir heute. Wir benehmen uns, als seien wir die Herrscher dieses Planeten. Wir zerstören alles in Reichweite, die Pflanzen und die Tiere. Wer gibt uns dieses Recht? Wer sind bestimmt, Harmonie mit diesem Planeten zu leben? Heute verhalten wir uns zu 99% materialistisch. Sind nur hinter Geld her. Deshalb leben wir in solch einer stressigen Welt, denn wir erschaffen diese Umgebung. Wenn wir uns ändern wollen, kommt der Wandel nicht von außen, er kommt aus unserem Inneren. Zunächst müssen wir uns selbst ändern. Wir müssen lernen, in Harmonie zu leben, unsere spirituellen und körperlichen Aspekte in Gleichklang zu bringen. Wenn wir das tun, können wir damit beginnen, an unserer Umwelt, unserer Umgebung zu arbeiten. Und auf diese Weise ändern wir die Welt. Dr. Osmanagic ermutigt Freiwillige, nach Visoko zu kommen und sich an den Forschungsarbeiten auf den Pyramiden oder den darunter gelegenen Tunneln zu beteiligen. Die Entdeckung in Bosnien ist ein Weltkulturerbe. Sie gehört der ganzen Welt. Nicht einem Mann, nicht einer Stiftung und keinem Land. Bisher gehörten archäologische Forschungen der Elite. Nur Archäologen konnten zu den wichtigen Stellen gehen und nur ausgewählte Archäologen konnten zu den wichtigsten Orten gehen. In unserem Fall verkünden wir, dass wir für alle offen sind. Wer Teil dieses Projektes sein möchte, ist eingeladen, nach Bosnien zu kommen. Sie können kommen und mit uns arbeiten. Eine Schicht, eine Woche oder zwei Wochen und eine einzigartige Erfahrung machen. Wenn ich also sage, sie gehört der Welt, kann wirklich jeder kommen und sehen, was wir hier haben und dazugehören. Es können also Freiwillige oder Forscher oder Wissenschaftler sein oder alternative Wissenschaftler oder Touristen. Sie ist für jeden offen. Wir müssen unser Bewusstsein erhöhen. Die Leute müssen über diesen wundervollen archäologischen Fundort Bescheid wissen. Danke, Dr. Sam Semir Osmanagic, dass Sie mit uns über Ihre faszinierende Entdeckung in Visoko sprachen.
Wir bedanken uns bei Ihrer Stiftung, dass sie dazu beiträgt, einen Teil des faszinierenden antiken architektonischen Erbes der Menschheit zu entdecken. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren über viele weitere erstaunliche Entdeckungen bei den bosnischen Pyramiden zu hören. Für mehr Einzelheiten über Dr. Sam Semir aus Managic und die bosnischen Pyramiden besuchen Sie bitte folgende Webseiten: www.semirosmanagic.com, www.bosnianpyramidofthesun.com. Bücher von Dr. Osmanagic sind erhältlich auf www.interlieber.com. Möge uns unser Planet immer reichlich segnen.